Hallo ihr Lieben, euer Girl Celia und herzlich willkommen zu einer weiteren Tierlist. Heute mal mit Melodic Death Metal. Meine absolute Lieblingsmusikrichtung. Damit fing alles an, damit wurde die Liebe zum Metal entfacht. Und ja, hier bei der Tierlist sind die meisten Bands. Viele Bands kenne ich auch gar nicht, aber natürlich die legendären Bands, die so allverbreitet sind. Womit ich aufgewachsen bin, die mich durch Schulzeit begleitet haben, die sehe ich natürlich hier auch und die will ich eigentlich auch bewerten. Genau. Vielleicht weiter später auch nochmal mit Metalcore und Deathcore und ja, Power Metal. Wer weiß. Aber erstmal Melodic Death Metal. Cool. Okay. Bellacore. Die Band kannte ich damals noch nicht. Habe ich erst so vor 2 Jahren kennengelernt. Richtig, 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 richtig geile Band. Düster, lange Lieder, bisschen so wie Amon Amarth, nur progressiv und ohne Wikinger. I love it. Bellacore, richtig gut. Oh mein Gott. Finde ich jetzt natürlich nicht die Alben, das ist natürlich toll. Ich will die Alben finden. Genau, hier. Of Breath and Bone. Dieses Album ist so verdammt gut. Genau wie Vessels. Diese beiden Alben, ne? Das ist einfach nur Musikkunst. Ach, die gibt es auch schon seit 2007. Wie gesagt, ich habe die erst später kennengelernt. Aber ich bereue nichts. Richtig, richtig, richtig gute Band. Mors Principium Est ist auch ganz nett. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ja, eine der besten Melodic Death Metal Bands, aber ist ganz solide. Das kenne ich tatsächlich nicht. Genauso wenig wie das. Und das. Und plötzlich kommt meine absolute Lieblingsband. Omnium Gatherum. Ey, so viele Masterpieces, ne, von Liedern, das ist der Hammer. Also, diese Band kennt auch niemand. Irgendwie. Aber ich liebe die, das ist einfach meine absolute Lieblingsband. Oh mein Gott. Schade, dass ihr jetzt nicht die einzelnen Lieder hier seht. Ich sag's euch, jedes Album, außer vielleicht das erste, ist ein bisschen experimentell, sag ich mal. Aber gerade hier ab The Redshift, eigentlich auch schon hier. Stuck hier und Snake's Way Up, da absolute Magie, die da wirklich von dann zieht. Wirklich, das ist so ein Masterpiece von einer Musik, was diese Band macht. Das ist einfach wirklich pure Zauberei. I love it. Friedlich, peaceful, progressiv, aber dann trotzdem diese dunkle, tiefe Stimme. Boah, und manchmal so Chorus, der dann richtig hell ist, der so Mut macht. Es ist einfach, oh mein Gott, kann euch hier leider ja nichts vorspielen wegen Copyright. Aber ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr müsst diese Band euch anhören, ey. Ist der Hammer. Fortitude. Hammer. Paragon. Hammer. Diese ganzen Lieder. Unity. Oh mein Gott. Und Beyond ist. Ich sag's mal so. White Palace. Masterpiece. Sonic Sign Masterpiece. Who Could Say Masterpiece. Nightwalkers, Indrim, New Dynamic, alles super krasse Lieder. Ich liebe diese Band einfach so sehr. Mit Lorna Shore meine absolute Lieblingsband. Omnium Gatherum. Wirklich. Da habe ich keine Worte für, weil es einfach nur gut ist. Sonic Syndicate hat mich schon sehr früh in meiner Metal-Reise begleitet. Ist nicht mehr so das, was man war. Heutzutage machen die eher so Rockmusik. Aber früher war es richtig in your face. Der alten Sänger. So Old Sonic Syndicate. Fantastisch. Wirklich. Ach, jetzt finde ich wieder die Alben nicht, ne? Immer das Gleiche, doch hier. Ja, Only Inhuman ist cool. We Rule the Night war schon mit den neuen Sängern nicht mehr ganz so cool, aber ihr Eden Fire. Das Album mag ich komischerweise auch.
Ist auch mit den neuen Sängern, das ist so gut. Oh mein Gott. Only Inhuman. Denied. Enclave. Flashback. Blue-Eyed Feind. Only Inhuman. So gut, ey. Aber Edenfire schießt wirklich den Vogel komplett ab. Komischerweise stehen hier nicht die richtigen Lieder. Was ist das? Das sind nicht die Lieder. Ja, das ist natürlich blöd. Aber ich sag nur Jailbreak. Jailbreak ist einfach das beste Lied von Sonic Syndicate. Und hier auch. Dieses Album ist zwar mit den neuen Sängern, aber... Oh, das ist so gut. Unbreakable. Another Soldier Down, das beste Album. Das beste Lied auf dem Album. Catching Fire. My Revenge. Long Road Home. Einfach nur fantastisch. Ja, und Confessions, ich mag es auch. Hat aber nichts mehr mit Melodic Death Metal zu tun. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist natürlich auch richtig, richtig geil. Ruin, Encage, Contradiction, Red Eyed Friend. Oh, diese Band ist so gut. So fantastisch. Ich liebe die. Sonic Syndicate ist so gut. Hast wirklich so Rock, Teenie-Rock-Melodien im Chorus, aber dann trotzdem die harte im normalen Refrain. Das ist so gut, ey. Ich liebe es. Weiß nicht, was das für eine Band ist. Bisschen blöd ausgeschnitten. Eternal Tears of Sorrow ist ungefähr so ein Moss, Principio S. Nur ein bisschen schlechter. Ganz gute Band. Aber nicht, dass ihr jetzt so sagt, boah, das ist es. Aber ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Man kann es ja auch nicht lesen bei manchen Metal-Bands, ne? Genauso wie das. Sieht auch nicht wirklich nach Melodic Death Metal aus. Eher nach Black. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Migraine ist ganz cool. So, mit hier. Wo ich die entdeckt habe, fand ich die absolut bombastisch, aber ich finde, die Band ist nicht super vielseitig. Wenn man sich da ein bisschen durchgehört hat, wird die Band relativ schnell langweilig. Ist eine gute Band, aber ist nicht so abwechslungsreich wie die hier. Das ist wirklich, jedes Lied ist fantastisch, jedes Lied ist eine Reise und damit kann ich ja nicht wirklich viel vergleichen. Black Dahlia Murder ist auch ganz nett. Die machen aber auch später mehr Deathcore. Schwierig zu bewerten. Ich pack's mal hier hin. Ach, Kinders, warum? Was haben die hier gemacht? Ich kann das halt nicht bewerten, wenn die das so blöd ausgeschnitten haben. Scar Symmetry! Mochte ich damals als kleines Girl, beziehungsweise zur jungen Zeit sehr gerne. Mittlerweile finde ich die eher mit hier. Fuck's mal hier hin. Habe ich mich ein bisschen satt gehört. Trotzdem richtig, richtig dunkel. Aber dann auch richtig heller Chorus. Richtig schön. Eigentlich coole Band, aber habe ich mich echt in meiner Jugend ein bisschen satt gehört. Night Rage. Ich mag Night Rage, aber ich finde, sie ist ein bisschen schlechter als andere Bands. Ich mag Night Rage. Aber sehr monoton für Melodic Death Metal. Nichts, was man noch nicht gehört hat. Nicht der krasseste Wiedererkennungswert, aber ich mag die Band echt, aber es vergleicht zu anderen nicht ganz so gut. Solution 45 ist eine Sideband von Scar Symmetry und klingt genauso. Nur, dass die Lieder viel, viel länger sind und ein bisschen progressiver sind. Weiß nicht. Scar Symmetry verbinde ich mehr mit. Aber Soilwork, ne? Habe ich mich eigentlich auch dran satt gehört. Genau wie Scar Symmetry, aber Soilwork ist so gut. Soilwork ist so gut. Oh mein Gott. Auch eine meiner ersten Bands und ich habe die so tot gehört. Ich mag aber nur die alten Alben. Die neuen Alben sind mir zu Mainstream, zu langweilig. Also die ganz alten hier. Chain Heart Machine. Boah, geil. Bullet Beast, Million Flame.
Generation, Speedkill, Chain and Machine, fantastisch. Dann hier Song to a Great Divide, auch fantastisch mit Exile, eines der besten Lieder auf diesem Planeten. Song to a Great Divide, Beloved Scapegoat, Marcher, auch richtig gut, richtig, richtig gut. Dann haben wir... das sind schon die neueren Soulworks. Oh, hier, Figure Number 5. Oh mein Gott, Distortion Sleep, einer der besten Tracks von Soulwork. Departure Plan. Oh mein Gott, Light the Torch. Das sind wirklich die Lieder, bin ich mit aufgewachsen. Die liebe ich ohne Ende. Figure Number 5, Overlord. Heftig. Stabbing the Drama. Weapon of Vanity, Distance. Observation Slave. Fade in Motion. Wirklich so gute Lieder. No More Angels. Oh mein Gott. As We Speak. Tja, und das neue Soulwork ist meiner Meinung nach ein bisschen Mainstream und seelenlos. No Front. No Front. Ich finde es ein bisschen seelenlos. Aber so die alten Alben, bis The Panic Broadcast, fantastisch. Ja, da war schon mir ganz so cool. Hui. Altes Soulwork ist einfach fantastisch. Und dafür packe ich so. Kalma. Kalma klingt für mich wirklich so wie so ein Sumpfmonster. Sehr unique. Aber kann ich nicht mehr hören. Sehr speziell. Auch nicht ultra abwechslungsreich. Aber sehr guter Wiedererkennungswert. Schon eine ganz coole Band. Klingt wirklich wie so ein Sumpfmonster. Ach, Kinders, was sind das denn für Bands? Ich kenne die alle gar nicht. Hier, Arch Enemy. Falls ihr es lustig findet, dass ich immer so tief komme. Diese Frau kommt tiefer als ich. Ach, Arch Enemy ist schon geil. Aber auch, ich mag die ganz alten Lieder sogar am meisten. Mit der anderen Sängerin. Neu ist auch cool. Ah, die alte Sängerin hat echt den Vogel abgeschossen. Das war echt, puh. Das ist für mich auch eine große Inspiration, ne? Dass Frauen auch so tief kommen können mit der Stimme und alles. Finde ich geil. Schade. Hier stehen jetzt nicht die Alben. Ja. Doomsday Machine, das ist der Killer. My Apocalypse, ich liebe es. My Apocalypse ist near. Oh, ich liebe es. So gut. So verdammt gut. Oh, Enter the Machine. Nemesis. Taking Back My Soul. Wie gesagt, das ist das geilste Album. Oh, ich liebe es. Oh, die neuen sind auch gut. Let the Eagle Fly und so. Nicht schlecht. Ach, Arch Enemy. Zeigt einfach, dass Frauen auch tief singen können. Dass Frauen im Metal auch nicht zu unterschätzen sind. Ja. Einfach nur cool. Ich weiß nicht, was das wieder ist. Ach, Kinders, ey. Ist auch komisch ausgeschnitten. Boah, Wintersun ist so gut. Ha! Gibt leider nicht viele Alben Wintersun, aber Wintersun ist so gut. Oh Gott. Es zeigt einfach, wie knallhart der Winter in Finnland und in skandinavischen Ländern ist. Oh, Wintersun. Ja. Ja, das beste Album. Alle Lieder sind wirklich Banger. Absolute Banger. Oh mein Gott. Battle against time. Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Winter Madness, ich liebe es. Alle Lieder sind absolut Banger hier. Death and Healing. Das ist auch so gut. Oh, das ist so gut. Winter Sun ist richtig geil. Sehr lange Lieder. Sehr schnell. Mit sehr melodischen Einlagen.
Aber richtig dunkel und düster trotzdem. Und immer mit diesen harten Winter-Themes, dass der Winter deine Seele aus dem Leib reißt, weil er so hart ist in den skandinavischen Ländern. Einfach so gut. At the Gates ist wie die ganz uralten Lieder von Soilwork. Fang ich mal hier an. Not a Fangirl, ist aber eine ganz gute Band. Ich bevorzuge die alten Soilworks. Ich finde die noch besser. Aber At the Gates ist auch nicht schlecht. So die ersten Alben. Vor allen Dingen das erste Album. Ich glaube, die machen auch wieder Musik. Aber ganz ehrlich, ich feiere eigentlich nur richtig dieses Album. Das ist so gut. Lord of Soul, World of Lies, Cold, Blinded by Fear. So gut, ey. At the Gates. Fantastomatisch, obergeil. Ich liebe die Band. Also, das erste Album. Heutzutage finde ich die Band nicht mehr so toll. Aber das, was sie ganz am Anfang gemacht haben, oh, richtig oldschool Melodic Death Metal. Das ist wirklich oldschool Melodic Death Metal, wie es im Buche steht. Ich kann es euch sagen. Mehr oldschool geht nicht. Die haben Melodic Death Metal quasi in den Weg geleitet. Children of Bodom. Ja. Nicht schlecht. Pack ich mal bei den Ruhen mit hier. Kann ich nicht immer hören. Aber die haben schöne Melodien, schöne Keyboard-Einlagen, schöne Tempo-Shifts. Sehr dark, sehr schnell, sehr düster. Schon für Melodic Death Metal ziemlich heavy. Ziemlich heavy. Kann ich nicht immer hören. Aber sehr gute Band. Bin ich ehrlich. Oh, Bloodstained Child. Kennt wahrscheinlich niemand von euch. Fantastische Band. Einfach nur geil. Das ist eine Melodic Death Metal Band aus Japan. Man merkt die Anime-Vibes. Man merkt den japanischen Einfluss. Es ist wirklich ganz besonders. Sowas von unique, düster, experimentell. Sehr melodisch, sehr geil. Also Bloodstained Child muss man mal ausgecheckt haben. Guckt euch die Albumcover an. Da. Es sieht schon so japanisch aus, ne? Es sieht schon so japanisch aus. Ja. Und ist hier Forever Free ist so gut aus. Nicht das Lied, was ich suche. Das hier nicht drauf. War das beim Mosaik? Ja. Metropolis. Hört euch das Lied mal an, gebt mal ein. Bloodstained Child Metropolis. Also sowas habt ihr noch nicht gehört. Das. Also, da merkst du wirklich, wie japanisch das ist. Also, oh Gott, es könnte aus einem JRPG oder so ein Anime sein. Das ist so unique und so geil. Trance. Euro-Trance. Ja. Trance, Elektro trifft auf Melodic Death Metal. So kann man es ganz gut zusammenfassen. Oh, ich würde euch das ja so gerne vorspielen, aber. Copyright. Ghost Brigade. Habe ich auch schon mal was von gehört, aber. Deathclock. Sehr unique. Sehr monoton tatsächlich. Aber trotzdem unique. Weil die haben so einen ganz besonderen Sound. Und das ist das Coole bei Deathclock. Keine schlechte Band, definitiv. Ui, Cataclysm, let's go. Cataclysm haben einfach die deftigsten, geilsten Gitarrenriffs auf diesem Planeten. Mit deinen Fetus zusammen. Aber hier im Melodic Death Metal Bereich haben Cataclysm einfach die geilsten Gitarrenriffs. So aggressiv, so geil, so heavy, diese Gitarren. Oi, oi, oi. Fantastisch. Oh mein Gott, und gerade dieses eine Album. Guck mal, ob ich das Album finde. Ja, Waiting for the End to Come. Dieses Album, ne? Ist mit das Geilste, was die Metal-Industrie jemals bekommen hat. Kill the Elite! Und
It's a promise in blood. We're dead and buried. So geil. I love it. I love it. Fantastisch. Serenity in Fire ist auch gut. Serenity in Fire. Oh, diese Band ist so geil. Und damit sind Heavy Guitars. Oh mein Gott. Und ja, ich habe privat selber mal so amateurmäßig Metal Growls geübt. Für die, die es immer noch nicht wissen. Ja. Oh mein Gott, Cataclysm. So eine gute Band. Disillusion, sehr seltsame Band. Ich pack die mal hier hin. Sehr seltsam. Aber hat coole Lieder. Aber die ist eher progressiv. Gar nicht gedacht, dass die jetzt Melodic Death Metal ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Progressive Metal. Ja. Finde ich, ist auch nicht Melodic Death Metal. Okay. Sehr seltsam. A Day by the Lake. Hört euch das mal an. Dieses Lied ist so strange. Und ich liebe es. Aber sonst finde ich die Band eigentlich relativ mittelmäßig. Nicht so krass. Aber ich mag sie trotzdem. Oh mein Gott. Disharmoniamoni. Wenn es ballern soll, ihr Lieben, hört euch Disharmoniamoni an. Diese ganze Kulisse, Keyboard, Drums, Gitarren, alles ist so laut eingestellt, wie es geht, ey. Wenn du den Disharmoniamoni-Song anmachst, ballert alles. Und dann kommt noch die geile Stimme. Und der Sänger von Soilwork macht hier auch mit. Es ist, oh, das Band ist so gut, die Band ist so gut. Ich warte echt auf neue Alben, die ist komplett aus Italien. Und es gibt schon ewig kein neues Album mehr, aber oha, bin ich auch mit aufgewachsen. So eine geile Band, einfach fantastisch. Absolut fantastisch. Cold Inferno war das letzte Album, ja, leider. Hier die Isolation Game. Oh mein Gott. Perdition Haze. Also hier klar Gesang von Björn Speedstritch, das ist der Sänger von Zeuwerk, der auch noch Terror 2000 leitet, also noch eine Band, der Typ hat drei Bands, ist komplett verrückt. Und er macht eben halt auch hier mit. Wir haben wirklich die Heavy Vocals von Disharmoniamoni aus Italien, aber dann die Clean Vocals, gerne mal von Björn Speedstrat, das ist so gut, ey. Will ich. Nur Banger Tracks. Ist hier auch gut, ist es Storm Ghost, oh mein Gott, oh, ho. Dieser Track. Storm Ghost. Was war denn noch so richtig geil? Ich suche ein ganz bestimmtes Lied. Oh, Venom Lied. The Hands of Rain. Oh, das ist auch so gut. Aber wo ist denn... Sind hier nicht alle Lieder gelistet? Scheinbar nicht. Hier fehlt Ghost Song. Gebt einfach einen Ghost Song Disharmoniamoni. Das ist so eine richtig geile Ballade. Ist der echt nirgendwo dabei? Nö. Gut. Keine Ahnung, ich habe ihn auf jeden Fall in Ghost Song. Oh, das ist so. Ach, Disharmoniamoni. No. Ich weiß nicht, was diese Bands sind. Oh, The Crisis, auch richtig heavy, ey. Geile Band. Pack ich trotzdem mal halt hier. Ist The Crisis wirklich Melodic Death Metal? Death Metal. Wollte ich wohl gesagt haben. Ist eigentlich Death Metal. Aber okay. Trotzdem geile Band.
richtig gut. Heavy und für Death Metal ist es dann doch ziemlich melodisch. Hang im High ist so gut. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Album das drauf ist. Ah, ich weiß es halt nicht. Ah, Hang im High. Das ist so ein geiles Lied. Ne, wir von Crazy Heavy. Wirklich Death Metal. Recht düster, aber trotzdem mit einer coolen Melodie immer. Coole, coole Band. Ach, Kinders, ich sehe doch nicht mehr, was das. Amon Amarth. Pack ich hier hin. Ja, Amon Amarth ist natürlich auch Top Tier. Wikinger Melodic Death Metal. So geil Lieder. Embrace of the Endless Ocean. Und ja, das ganze Album. Twilight of the Thunder God ist einfach nur fantastisch. Ich finde die neuen Alben nicht mehr so gut von Amon Amarth. Aber so die alten Alben sind fantastisch. Ich weiß nicht, was mit Melodic Death Metal los ist. Wenn alle mir zum Mainstream. So bis die Seer of God, zwar noch alles geil, aber danach, ey. Hier, Twilight of the Thunder God. Guardians of Asgard. We are the Guardians. Guardians of Asgard. Einfach nur geil. The Hero. Live for the kill. Embrace of the Endless Ocean. Twilight of the Thunder God. Thor, Odin, Sun, Protector of Mankind. Write me your faith, your destiny awaits. Ah, so geil. Fate of Norns, fantastisches Album. The Crusher, heavy, aber geil. Oh mein Gott, Searcher Rising, auch richtig gut. Sea of Gods fand ich auch gut. Oh, and On Our Side. Ist hier nicht auch, ja, Cry of the Blackbirds, oh mein Gott. Krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Cry of the Blackbirds, das ist ein Lied, ey. Oh mein Gott. Wo ist eigentlich Prediction of Warfare drauf? Das würde mich auch mal interessieren. Wo ist Prediction of Warfare? Ready to strike. Du, du, du. Ah, ist so gut, ey. Oh, wo ist das? Prediction of Warfare. Gucke, Amon Amarth hat so viele Alben. Ach, hier ist es auch, ja. Oh. Hört euch Prediction of Warfare an. Oh, ist das gut. Ist das gut. Ist das gut. Amon Amarth. Mochte ich als kleines Girl nicht, war mir zu hart. Mittlerweile schätze ich die sehr. Trotzdem, diese ganze Band haben mich die ganze Zeit begleitet durch meine Jugendzeit. Amon Amarth eher weniger, aber Amon Amarth ist geil. Norther. Nicht schlecht, die Band. Pack's mal hier an. Haben ein paar sehr gute Lieder, ein paar nicht so gute Lieder, ein paar Banger. Die nicht so cool sind. Nette Band. Die haben auch Final Countdown remaked, kann man so sagen, Metal-Version gemacht von Final Countdown. Und hier sind die Götter von Melodic Death Metal. Der Corrupted King, sage ich immer. Dunkel, düstere Atmosphäre. Leicht depressiv, es klingt wirklich so wie so ein Corrupted King, der Sänger. Es ist, oh, Dark Tranquility ist so fucking gut. Für die werden es zwar noch ein Tunken besser, aber ich liebe Dark Tranquility. Oh mein Gott, ich habe mich auch voll begleitet. Und die sind die erfolgreichste Melodic Death Metal Band. Kein Scherz. Ihr wissen wollt, wer ist die erfolgreichste Band in dem Genre? Dark Tranquility, boah. Ah, the Shadow and the Blood!
Oh mein Gott. Mhm. Oh, Dream of Oblivion ist auch so heavy. Oh, es ist so gut. Und hier, wo ist es? Ist das hier? Punish My Heaven? Wo ist Punish My Heaven? Ist uralt. Boah, Dark Tranquility hat viel zu viele Alben hier. The Gallery, da ist das drin. Punish My Heaven. Oh, das ist einer der heftigsten Tracks, die ich kenne. Da geht's nur ab. Das ist so schnell, so heavy, so... Oh mein Gott. Und die sind heutzutage noch richtig gut. Die bleiben ihrem Stil treu, sind immer düster. Ja, Gothic Metal steht hier. Die sind immer so düster, Gothic-mäßig, depressiv. Ah, oh, ich liebe das so sehr. Oh mein Gott, das ist... Focus Shift, Misery's Crown, einer der geilsten Tracks auf diesem Planeten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Character. Der sagt mir jetzt tatsächlich nichts etwas so richtig. One Thought kenne ich, glaube ich. Ja, es sind halt viel zu viele Alben, ne? Bei Dark Tranquility. Atoma. Ha. Huh. Wo ist denn das? Ach, Construct, das habe ich gesucht. Oh mein Gott. Das ist auch eins der besten Alben in Melodic Death Metal. Alle Tracks insane. End Time Hearts, Weight of the End, Non-Becoming for Broken Words, State of Trust, Uniformity, What Only You Know. Alles richtig geile Lieder. Oh mein Gott. Einfach nur geil. Wisst ihr eigentlich, welche Band ich hier vermisse? Ich vermisse Deadlock. Mit Deadlock bin ich auch aufgewachsen. Müsst ihr euch vorstellen, richtig krasses, düsteres, melodic Death Metal, was schon fast Death Metal ist. Aber dann, der Chorus ist von einer Frau gesungen und die klingt wie Avril Lavigne. Kein Scherz. Warum die hier nicht aufgelöst sind, ist mir Rätsel. Würde ich hier direkt vor Hypocrisy noch packen. Sehr geile Band. Deadlock. Zeig euch die mal. Und Insomnium fehlt auch. Wie kann Insomnium fehlen? Da. Wo ist die Band? Scheint wohl nicht so bekannt zu sein, leider. Aber ja. Geile, geile Band. Weiß nicht, warum niederfehlen. Finde ich sehr schade. Earth Revolt. Geil. Einfach nur insane. Aber hier Bizarro World, da geht's richtig ab. Bizarro World, You Left Me Dead, Brutal Omens, State of Decay. Einfach nur richtig geile Lieder. Renegade. Hier, das ist Earth rückwärts geschrieben. Auch richtig gutes Lied. Virus Jones. So ein Banger. So ein Banger. Muss man mal gehört haben. Wirklich. Einfach nur geile Band. Tja, was ist mit Insomnium? Ist Insomnium hier irgendwo? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass Insomnium fehlt. Die haben einfach Insomnium vergessen. Was? Also ich liebe ja Omnium Gatherum, ne? Und viele sagen so, die Insomnium hören, hey, check doch mal Omnium Gatherum aus. Weil das eigentlich der Geheimtipp ist. Wer auch hier Bellacore mag, sollte auch Insomnium mal auschecken. Ja, warum? Ach, das verstehe ich jetzt auch nicht. Weil die gehören voll... Warum steht hier Heavy Metal Dance Electronic? Das stimmt doch gar nicht. Die gehören voll ins Melodic Death Metal. Oh mein Gott. Ich sag's euch. Oh mein Gott. Pale Morningstar. Das beste Lied von Insomnium. So ein Masterpiece. So eine emotionale Reise. Wirklich. Da wird gewuspert. Da wird so, also so flüsternde Gesang machen die manchmal so. Und dann wieder super heavy.
Und dann wieder voll die Instrumente, voll harmonische Instrumente, wie bei Omnium Gatherum. Einfach richtig lang nur Instrumente. Voll die Harmonien, Melodic Death Metal. Und dann wieder super heavy. Da wird wieder gewispert. Das ist Insomnium. Richtig geile Band. Warum die da jetzt nicht ist, ist mir ein Rätsel. Würde ich aber auch ins High-Tier packen. Ich finde, gerade die neueren Alben sind eher gut. Die älteren sind ein bisschen monoton. Aber ja, ich würde sie vor Arc Enemy noch packen. Aber auch ins High-Tier. Ja, ansonsten vermisse ich noch irgendeine Melodic Death Metal Band. Dark Age vermisse ich. Wieder ein Geheimtipp, kennt keiner. Keiner kennt Dark Age. Und diese Band habe ich auch komplett begleitet. Durch meine Kindheit. Beziehungsweise durch meine Pubertät und so. Oh mein Gott, ist das eine geile Band. Da ist jetzt nicht Kingdom Never Come drauf, aber ich sag's euch, Kingdom Never Come. Nur damit ihr es mal gehört habt. Da fehlt irgendwie ein Album. Also die Band ist so unbekannt, so ein Album fehlt. Kingdom Never Come ist so cool. Muss man einfach mal gehört haben. Dark Age wäre auch Top-Tier. Direkt hinter Disharmonium. Ja, mag ich nur mehr als Dark Tranquility tatsächlich. Das will schon was heißen. Nee, echt so eine coole Band. Oh mein Gott. Kann ich einfach nur so sagen. Habe ich sonst irgendwie eine Melodic Death Metal Band vergessen? Beziehungsweise haben die eine vergessen? Ich weiß nicht. Doch, natürlich! Was? Wie können denn In Flames fehlen? Also, wie kann man eine Melodic Death Metal Liste machen ohne In Flames? Jetzt mal ernsthaft. Das ist ja traurig. Hier, Soundtrack to Your Escape, so ein Masterpiece-Album. Gut, die waren früher Death Metal. Heutzutage sind die gefühlt Rock. Haben sie auch sehr verändert, leider. Wobei ich die heutige Musik auch noch mag. Ich höre nicht nur Metal. Aber, boah, In Flames auch so gut. Reroot, Remain, Sounds of a Playground Fading. Was haben wir noch Schönes? Ich mag auch das vorletzte Album, was ja nicht so gut ankam bei vielen. Das ist hier nicht mehr aufgelistet. Lustig. Wo Stay With Me drauf ist, wie heißt denn das Album? Das gibt's doch nicht. Heißt das Album Stay With Me? Nee, I The Mask. Das meine ich. Ist auch so ein tolles Album. Klar, ist ein bisschen rockiger, melodischer. Radiotauglicher, aber trotzdem immer noch so geil. Ne, In Flames auch. Ich liebe es. In Flames wäre auch top hier. Ich würde es aber hinter Amonim aufpacken. Ja. Fehlen ein paar. Aber hey, Omnium Gatherum, mein absoluter Geheimtipp. Das haben sie hier aufgelistet, das finde ich halt witzig. Ich könnte nie so viele random Bands hier aufzählen und kein Insomnium und In Flames. Das finde ich ein bisschen. Weiß nicht. Naja. Gut. Das war mein Melodic Death Metal Tierlist. Nichts im Bottom Tier und Trash Tier. Ich liebe Musikrichtung einfach zu sehr. Und Disillusion und Night Rage mag ich auch. Nur die sind nicht so geil wie die anderen. Von daher, ja. Schreibt mir gerne in den Kommentar, welche Melodic Death Metal Bands ihr kennt und welche ihr am meisten mögt. Würde mich doch mal interessieren.
was eure Favorites sind. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass viele in meiner Community diese Metal-Richtung mögen. Aber hey, wenn du jetzt neu hier auf dem Kanal bist und einfach dieses Video geschaut hast, schreib mir gerne bitte in den Kommentar, welche deine Favorite Melodic Death Metal Bands sind. Du solltest vielleicht auch mal mit Death Metal machen. Naja. Gut, das war meine Liste. Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht, gutes Video im Voraus sehen. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!